da sind wir wieder in einer Runde Ranked. Und wir kriegen direkt den OP-Roll schlechthin. Katze, Sea Serpent, Yuzora. Ich habe 7 Worker ausgewählt. Dich brauche ich nicht. Fortified nehme ich dich mit. Pierce Damage habe ich keinen. Brauche ich Magic Damage? Nee. Nämlich Sea Serpents. So, da haben wir nämlich diesen Start hier. Wie ihr gleich sehen werdet. Tat. 3 Worker. Das hält 2 immer. Und dann gehen wir gleich hier eine Katze und hier 2 Looter. Der Plan ist, der wird low gehauen. Und die Katze wird dann, obwohl eigentlich im Split ist das schlauer, ne? Vielleicht schaffe ich auch ich brauche 80. 80 kriege ich mit der Snail hin. Mit einem Dragon Turtle Scent. Ich bin eigentlich sehr großer Fan davon. 90 würde ich auch eine Sea Serpent schaffen. Und eine Sea Serpent hält die 2 definitiv. Das ist schlauer. Mit einem Infiltrator kommst du aber auf 80. Für einen... Und Gral klärt auch schnell, ne? Das ist ein Problem. Hat aber auch einen ziemlich guten Roll. Gral, Yuzora, weil schon, ist lecker. So, Skinner. Skinner war mal ziemlich Heilung, die saven. Rot schickt auf, blau schickt auf mich. Blau ist Honeyflower Poliwhorc. Eine DT auf ihn und das sollte sein Ende sein. Wir gehen für einen Lizard. Muss die Snail gehen, sonst schaffe ich die 80 nicht. So, jetzt gehen wir die Katze hier und hier 2 Looter. Ja. Die Katze fängt dann so ein bisschen den Fokus von der Seite ab. Bin ich gespannt, was da jetzt kommt. Nichts. Das war ein Fehler. Weil jetzt habe ich 3 Stacks für die Katze. So, und er ist ein Devilfish gegangen, aber der geht auf die Dragon Turtle und deswegen liegt er hier vermutlich 100%. Nee. Er bekommt. Alter, bekommt er die alle? Das ist ja sad. Tatsache, hält da alles. So, was machen wir dann? Eins, zwei, drei und noch ein Looter. Die sind zum Splitten eigentlich tatsächlich ziemlich gut. Dann doch lieber so ein bisschen hintereinander. Ich gehe auf 5 und schicke massig Lizards. Das sind 60er, das ist eine Brood, aber die läuft nach rechts vermutlich. Ja. Und die Katze müsste eigentlich dann hier als nächstes ja. Das wird ein Leak leider. Gehen wir aber an Walker. Müsste trotzdem genug Geld für einen Walker zusammenbekommen. Da ist er. Und er liegt vermutlich auch, ne? Ja. Die Brood auf 3, sie ist so gemein. Immolation haben wir, ne? Ja. 60 Damage, das ist ja noch 60 HP, meine ich, Entschuldigung. Jetzt haben wir 50. Brauche ich noch einen 4. Stack? Ich glaube schon, ne? Ja. Nochmal mehr Looter.
Ich glaube, ich habe die misplaced. Ich hätte die hier hinsetzen sollen. Oder hier hin. Ja, vertauscht. Schade, schade. Aber wir schaffen drei Lizards. Ah. Ne, ich gebe Double Fiend. Und Dino? Ne, Double Fiend. Fiend hat mehr Attack Speed, ne? Das sieht man nicht. Man sieht nur die DPS. Ne. Die saven. Dann gehen wir doch einfach hier noch den hier und geben ihr einen fünften Stack. Ja. Sad. Saven weiter, sollen sie machen. Gehen auf 6 vermutlich, ne? Aber ich denke mal, die werden jetzt hier ordentlich reinliegen. Ja. Das sind 2 Fiends, aber die schnetzeln hier richtig rein. Der kriegt keine einzige davon, oder? Ah, doch, einer hat er bekommen. So. Was gehen wir davon? Niosora wäre lecker. Niosora wäre richtig lecker. Liegt er ihn? Ne. Das wird auch King Damage. Ja. Ich glaube, ich resende auch. 6. Wieder Fiends. Ich schaffe eine Josora. Ich glaube, da gehe ich auch für. Die Brutes laufen nach rechts weg, deswegen setze ich hier eine Josora hin. Obwohl, eigentlich hier hin, ne? Ja, hier hin. Damit der Split funktioniert, die Brutes hier alles wegfokussen und dann erst drüber laufen. Gehe ich lieber auf 7. Ich glaube, 7 mit Double Fiend bin ich wieder besser dabei. Ne? Jetzt kriege ich eh kein Income davon. 640 Value müsste reichen. 180, das sind 3 Brutes. Aua. 2 laufen nach rechts. Wunderbar. Und Yusura steht wieder zu weit links. Er ist in Canopy gegangen, das ist lecker. Aber, damn, GG. Eieiei, diese Hard Saves machen mich voll fertig. Ja, das ist GG. Das ist viel zu viel. Und das war ein minus 20 Spiel. Das tut weh. Schau euch an, wie der King einfach schmilzt. Das ist traurig. Ja, GG. So, hat mich trotzdem gefreut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, oder rein?